Hey ihr Abenteurer, wir sind es wieder. Ihr habt uns zwar nicht gewünscht, aber ihr braucht uns. Deswegen testen wir heute wieder die zwei neuen Gönnergy-Sorten. Einmal Arctic Eisgeschmack und einmal Cactus Kick. Die sind jetzt nicht mehr so neu. Ich glaube, ich hatte die schon 6 Wochen zu Hause stehen. Welche holen wir denn zuerst? Arctic Eis, oder? Arctic Eis. Ich würde sagen, der schmeckt bestimmt ein bisschen so Arctic Eis. Ich nehme an, dass das so schmecken wird wie Eisgletscher, die Bonbons. Zumindest umgeschwitzt. Und es sind, wie immer, 500 Milliliter. Farbe. Blau. Wow, das ist ja blau, wie das Meer. Ich dachte, das wäre jetzt so durchsichtig, so wie Wasser, so eismäßig ein bisschen. Ne? Ein bisschen was von einem Gin. Den du jetzt noch so mit Spreit verfärben kannst. Oder hat was von Coconut, Blueberry Coconut. Ja, also von der Farbe her, Dryberg, Gletschereis, Dryberg, ja. Schnaps. Oh, der riecht aber basically wirklich wie Wodka Dryberg mit den Eisbonbons drin. Ja, genau. Also Stößchen, Jungs. Stößchen. Probieren wir mal. Stößchen. Stößchen. Dryberg, Gletschereis. Schmeckt ein bisschen wie Sprudel mit Eisbonbons drin. Ja, also schmeckt auf jeden Fall nach Eisbonbon oder nach Vic Blau vielleicht sogar ein bisschen. Ja. Also ich würde schätzen, das kann man tatsächlich sehr gut mit Wodka mischen. Ey. Ich glaube, das wird das Ding. Ja. Nee, falls er Dryberg kennt, ich blende jetzt mal hier ein Bild von Dryberg ein. Ist im Saarland hergestellt. Ich weiß auch nicht, ob es deutschlandweit zu kaufen gibt, bei uns aber schon. Das war so das Jugendszene-Getränk meiner Generation. Das wurde klassisch mit Sprite getrunken. Dryberg ist auch, glaube ich, in Homburg oder in Saarbrücken hergestellt. Das hat man bei dir am Geburtstag getrunken? Ja, wahrscheinlich. Flaschenweiß? Das kann möglich sein, ja. Aber bei mir gab's erstaunlich. Nur Wodka-Cola. Wodka-Cola, ne? Szenegetränk der 70er, ey. Nicht ganz so, ne? Das hätte ich schon wieder ganz vergessen. Wie würden wir das jetzt, ich glaube, du hast die letzten drei mitgetrunken, letzten Red Energies. Wie würdest du sie einwenden? In der Tierlist? Schon recht gut, ne? Ja. Also so ein S oder ein A-Tier, würde ich tatsächlich sagen. Also ich würde auf jeden Fall vor viele andere setzen. Also Top 3 kommt auf jeden Fall. Ja, ist nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Dose packen würde allein. Tatsächlich nicht. Du hast wohl einen halben Liter hebeln können. Ich habe einen halben Liter kein Problem. Aber vom Geschmack. Auf dem Energy-Getränkemarkt tatsächlich einzigartig. Weder von Rockstar, Monster noch Red Bull. Bisher. Und ich würde sagen, wir trinken jetzt schnell leer. Du hast schon leer. Und dann gehen wir zum nächsten. Wie aus unseren letzten hochkarätigen Videos ja bekannt, gibt es jetzt erstmal ein taktisches Zwischenwasser. Finger weg. Im ersten Video ist über Sebastians Kopf jetzt verlinkt. Hatten wir nämlich das Problem gehabt, dass wir verschiedene Sorten gemischt hatten und dann einen Blueberry Coconut Cheesecake Geschmack hatten. Ja, waren wir beim Campen gewesen. Ja, Campen. Ihr könnt das Video ist jetzt zwar über ein Jahr alt, könnt ihr euch aber trotzdem wieder anschauen. Sebastian, so wie ihr auch. Das ist ein Evergreen. Ich muss sagen, vom Geschmack her ist das ein bisschen milder jetzt. Ne? Was tatsächlich auch ein Evergreen ist, ist hier diese grüne Dose. Im Kaktus-Kick-Geschmack und natürlich wieder 500 Milliliter. Der Kaktus und der kickt uns jetzt richtig in den Arsch. Das ist nämlich gar kein Kaktus, sondern ein Kiktus. Jungs, ich muss aufstoßen. Moment. Ich kann hier sitzen. Mach mal Bäuerchen. Prognose, das hier wird schmecken wie leider von Nestle das Kaktuseis. Es gibt nämlich eine andere Marke. Da war ein Stechmück. Ja. Es gibt nämlich eine andere Marke, die nennt sich Level Up. Die haben früher nur als Pulver produziert, wo du selber angemischt hast, jetzt wie Holy und alles, wie es jetzt nennt, Level Up, gibt es mittlerweile auch in Dosen abgefüllt. Und die haben nämlich auch eine Dose mit dem Geschmack Kaktuseis, nennt das sich, glaube ich, sogar. Kann ich jetzt mal ein Bild einblenden. Und die habe ich getrunken und das hat mega geil geschmeckt. Wirklich halt wie das Kaktuseis. Problem bei Level Up, die sind halt alle voll mit Zucker. Vorteil ist bei Grenadine, das ist natürlich zuckerfrei, hat
genau 0 Gramm Zucker. Die ganze Dose hat 10 Kalorien. Cactus Peak, go! Farbe. Oh, erinnert mich ein wenig an Juneberry. Oh, das riecht schon so. Aber es hat, finde ich, eine schöne Farbe. Ja. Purpur. Das riecht auf jeden Fall schon so, so pappig. Das riecht sehr süß. Ja, tatsächlich. So, so. Nur Zucker. Ich weiß nicht, ob ich amused bin oder ein bisschen abgeschreckt. Ist egal, wir probieren es trotzdem. Stößchen. 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 Meine Prognose stimmt nicht. Schmeckt nämlich gar nicht nach Kaktus-Eis. Schmeckt auch nicht wirklich nur Kaktus. Was soll denn da drin sein? Wie schmeckt ein Kaktus? Haarig, pieksig. Ah ja, so also wie du. Müssen wir ausprobieren. Ist der jetzt drin? Du meinst nicht wirklich, dass du irgendeinen natürlichen Inhaltsstoff jetzt findest oder drauf, oder? Nee, außer Wasser. Nur die Aromen, du Jocke. Grüntee. Ja, Tee. Vitamine und Naschen. Ja, aber so dieses Teeche kommt da raus. Also ich muss das sagen, der ist sehr, sehr süffig. Boah, weiß ich nicht. Das ist wie so eine Limo. Der erinnert mich ein bisschen an Teinacher Schorle. Mit süffig hat da Winnie ganz schön recht. Ist halt nicht so wie sticht halt nicht so raus. Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Geschmack sein soll, der so, so bekannt rauskommt. Ich finde, hat auch gefühlt weniger Kohlensäure. Hm? So vielleicht so ganz in die Richtung, dass es geht von Monster Rehab. So ganz leicht. Ah, Rehab hat deutlich weniger. Ja, Rehab hat ja gar keine Kohlensäure. Ja, okay. Ich würde schätzen, der hat verminderte Kohlensäure. Doch. Bisschen. Ja, der hat weniger. Kohlensäure ist drin, ja, aber klar. Nicht so wie im Arctic. Nee. Ich habe noch nicht eben aufgestoßen. Noch nicht. Wenn ihr es aufstoßen sehen wollt, guckt da ins letzte Genergy-Video rein. Ist jetzt auch wieder über Sebastians Schädel. Das war kriminell. Nach 6 Genergys, aber da ging gar nichts mehr. Aber eigentlich müsste man jetzt, wenn tatsächlich keine neuen Sorten mehr rauskommen, ein Komplettfazit machen. Ja. Wenn wir mal ein Komplettfazit machen sollen von allen Genergy-Sorten, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Genergy, alle, was mal Rest haben, in einen großen Dippen rein. Dann. Mensch, da kommt der Käsekuchen wieder raus. Nee, ich glaube, die Farbe wird braun sein. Okay. Das müssen wir ausprobieren. Also, wenn es euch interessiert, gerne Kommentare schreiben. Und wenn ihr es gerade schon gemacht habt, könnt auch noch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da lassen. Ist für euch kostenlos und wir beiden haben es auch schon gemacht. Also ist nicht so schwer. Genau, wenn ich das schaffe. Ich habe gerade super gedisst. Davon muss ich nicht aufstoßen, hat er gesagt. Also Jungs, wer ist der König? Mit der Kohlensäure. Also Jungs, wer ist der König? Arktik. Ja, ganz klar. Ja. Auch Arktik? Ja. König in diesem Video ist der Arktik. Einstimmig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben und ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt es euren Freunden, wenn nicht euren Feinden. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.